Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni. Guten Abend. Die Stadt Tijuana liegt an der Nordgrenze Mexikos und stößt bald an ihre eigenen Grenzen, befürchten viele Einheimische. Angesichts der Flüchtlinge, die derzeit dort anstranden. Mindestens 2000 sind schon da. In den kommenden Tagen werden noch bis zu 7000 weitere erwartet. Sie alle sind seit Wochen unterwegs gewesen. Die meisten kommen aus den zentralamerikanischen Ländern Honduras, Guatemala und El Salvador. Viele hatten sich zu großen Gruppen zusammengetan auf ihrem Weg durch Mexiko Richtung USA. Nun kommen sie an. An Grenzorten wie Tijuana wollen in den USA Asyl beantragen. US-Präsident Trump hatte sie als Migrantenkarawane bezeichnet. Doch an der Grenze ist erstmal Schluss. Sie sitzen fest in Notquartieren, die sich immer weiter füllen. Xenia Böttcher. Wenn das Essen kommt, bricht Stress aus. Es ist Nachmittag und sie haben seit dem Morgen nichts mehr gegessen. Die einen bekommen Essen, die anderen nicht. Wir sollten alle anstehen. Ein Brötchen und eine Limo hat Billy Noé ergattert. Und dann direkt wieder Unruhe. Ein Mann ist vor Erschöpfung in Ohnmacht gefallen. Wir haben hier keine Ambulanz. Schau, was hier los ist. Sie sind angekommen in Tijuana und ihr Ziel, USA, scheinbar so nah. Ihr Traum, ein Leben ohne Gewalt und Armut. Wir sind keine Abenteurer, wie manche sagen. Ich bin es sicher nicht. Ich komme, weil ich Arbeit brauche. Und in meinem Land gibt es keine Arbeit. Doch in Tijuana ist das Leben auch nicht gerade leicht. Die Unterkünfte sind überfüllt. Hilfsorganisationen und auch Presse bekommen nur schwer Zugang. Auch an der Grenze gibt es Enttäuschungen. Lange Listen für jene, die Asyl in den USA beantragen wollen. 2-3 Monate Wartezeit, vielleicht auch ein Jahr. Was soll ich hier warten? Ich verstehe, ich soll warten. Aber es ist doch viel besser, als wenn du illegal rübergehst, oder? Vielleicht. Die Stimmung ist angespannt in Tijuana, seitdem am Mittwoch einige wenige Migranten auf und über den Grenzzaun kletterten. In jener Nacht eskaliert beinahe eine Auseinandersetzung zwischen Migranten und Mexikanern. Die Landesregierung ruft zur Krisensitzung. Für Sonntag sind Demonstrationen angekündigt, für und gegen die Migranten. Hilfsorganisationen fordern die Achtung der Menschenrechte, mahnen, es brauche mehr Unterkünfte. Wenn hier nicht mehr Raum geschaffen wird, werden die Migranten ohne Zweifel in den Straßen leben und sind damit ungeschützt. Sie könnten so schneller zum Ziel von Gewalt und Diskriminierung werden. Die wenigsten, die vor Gewalt und Armut hierher fliehen, können auf Asyl in den USA hoffen. Billy glaubt, er kann es schaffen, versucht in der Wartezeit, etwas zum Überleben zu verdienen. Der US-Präsident selbst stamme doch auch aus einer Familie von Einwanderern. Es wird Abend in Tijuana und die USA verstärken ihre Grenze weiter mit Stacheldraht. Hartz IV. Sie erinnern sich, woher der Begriff stammt. Der Herr links hier war der Namensgeber, wenn auch unfreiwillig. Peter Hartz, eigentlich Automanager, aber im Auftrag des Kanzlers damals, Gerhard Schröder, Chef einer Kommission, die Sozialreformen vorbereiten sollte, um die hohe Arbeitslosigkeit unter anderem in den Griff zu bekommen. Und im Prinzip streitet die SPD seit diesem Tag im August 2002, als Peter Hartz seine Vorschläge übergab, was sie davon halten soll, von den Hartz-Gesetzen nach Schröders Prinzip fördern und fordern. Parteichefin Andrea Nahles glaubt nun, nur der Weg raus aus Hartz IV führe die SPD auch raus aus dem 14-Prozent-Tal. Irgendwie, aber wie denn? Christian Feld. Die angeschlagene SPD sucht ihren Weg. Vor einer Woche Debattencamp, Ideenlabor. Eine Erkenntnis, Hartz IV wollen die Sozialdemokraten hinter sich lassen. Jetzt wird die Parteichefin ein wenig konkreter. Die neue Grundsicherung soll Bürgergeld heißen. Der Sozialstaat soll einfacher und verlässlicher werden, mit weniger Härte. Der Staat sollte helfen und unterstützen, wenn Menschen Hilfe brauchen, wenn sie arbeitslos sind. Und nicht Steine in den Weg legen. Und ich glaube, das ist mit Hartz IV an einigen Stellen überhaupt nicht gelungen.
Zurzeit kann bestraft werden, wer ein Jobangebot ablehnt, das das Jobcenter zumutbar findet. Die SPD will diese Sanktionen nicht ganz abschaffen, aber überprüfen und vor allem verhindern, dass Menschen dadurch unters Existenzminimum rutschen. Zustimmung dazu vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Man muss sich anschauen, dass Sanktionen überhaupt nicht zielführend sind. Sie setzen viel zu spät ein. Man muss hier nochmal den Fördergedanken in den Vordergrund stellen, damit Menschen wirklich qualifiziert werden, Kompetenzen gefördert werden, dass sie am Erwerbsleben teilnehmen können. Was soll in Zukunft passieren, wenn Menschen ihre Arbeit verlieren und Unterstützung brauchen? Dieses traditionelle SPD-Thema haben längst die Grünen für sich entdeckt. Die wollen die Strafen ganz abschaffen. Menschen würden in der Regel doch arbeiten wollen, sagt Grünen-Chef Habeck. Eine Partei im Aufwind, da klingt der Kommentar zu den SPD-Vorschlägen durchaus selbstbewusst. Ich sage nur willkommen in der Debatte. Gut, dass ihr euch mit unseren Vorschlägen auseinandersetzt und vielleicht übernehmt ihr sie ja auch. Die Arbeitsmarktreformen reformieren, das ist ein Vorhaben, das der Wirtschaftsminister von der CDU nicht teilt. Hartz IV wirke. Wir haben die niedrigste Jugendarbeitslosigkeit in ganz Europa. Und alle sind sich einig, dass die Hartz-IV-Reform dazu beigetragen hat. Es ist keine schöne Sache, wenn man von Hartz-IV abhängig ist. Aber wir müssen verlangen, dass junge Menschen, die arbeiten können, dann auch tatsächlich bereit sind zu arbeiten. Widerstand vom Koalitionspartner, Konkurrenz von den Grünen. Keine einfachen Zeiten für die SPD. Die AfD hat ihren Parteitag fortgesetzt in Magdeburg zur Europawahl im Mai. Die Wahlliste ist jetzt komplett und mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Thorsten Schröder. In ihren Bewerbungsreden setzten viele der vorwiegend männlichen Kandidaten auf EU-kritische und teils rechtsnationale Töne. Insgesamt wurden 40 Listenplätze vergeben. Als Wahlziel gab die AfD-Spitze 15% plus aus. Vor dem Veranstaltungsort versammelten sich nach Polizeiangaben etwa 350 Menschen zu Protesten gegen die Rechtspopulisten. Die Demonstration verlief friedlich. In ganz Frankreich haben heute Hunderttausende Menschen gegen Pläne der Regierung demonstriert, die Steuern auf Benzin und Diesel zu erhöhen. In vielen Städten legten die Proteste den Verkehr lahm. Bekleidet mit gelben Warnwesten blockierten die Demonstranten wichtige Strecken wie den Pariser Ring und die Champs-Élysées. In Nordfrankreich starb eine Frau, als eine Autofahrerin in Panik aufs Gas trat und sie überfuhr. Außerdem wurden landesweit mehr als 100 Menschen verletzt. Viele Verbraucher müssen sich im kommenden Jahr auf höhere Strompreise einstellen. Branchenbeobachtern zufolge steigen die Tarife vieler Anbieter in der Grundversorgung. Im Schnitt sei mit einer Preissteigerung von 4-5% zu rechnen. Die Stromanbieter rechtfertigen die Erhöhungen mit gestiegenen Beschaffungskosten. Verbraucherschützer kritisieren hingegen, es würden stets nur Erhöhungen an die Kunden weitergegeben, nicht aber sinkende Kosten. Bei den schweren Waldbränden in Kalifornien ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 74 gestiegen. Mehr als 1000 Menschen werden noch vermisst. Wegen der Feuer ist die Luftqualität in San Francisco derzeit so schlecht wie sonst nirgendwo auf der Welt. Am Abend besuchte US-Präsident Trump das Katastrophengebiet. Zuvor hatte er erneut die Forstwirtschaft für die Brände verantwortlich gemacht. Die Bilder aus Kalifornien rufen wohl vor allem bei den Menschen in Skandinavien schlimme Erinnerungen wach. Besonders in Schweden, wo im Hochsommer ebenfalls gewaltige Waldbrände wüteten und riesige Monokulturen in Flammen standen, bis hoch an den Polarkreis. Die Feuerwehr war in manchen Gegenden machtlos beim Versuch, zundertrockene Fichten und Kiefern zu retten. Dabei sind vermutlich so viele Bäume verbrannt wie nie zuvor in der jüngeren schwedischen Geschichte. Aber wenn auch meist verkokelt und wackelig, unzählige stehen noch. Etwa in der Gegend um Ljusdal in der Mitte des Landes. Fast jeder zehnte Schwede dort lebt von der Forstwirtschaft. Viele versuchen nun zu retten, was nach den Bränden noch zu retten ist. Christian Stichler. Hier im Norden von Schweden ist der Wald für viele Menschen eine Art Lebensversicherung. 38 Jahre lang hat Thor Lindqvist im nahegelegenen Sägewerk gearbeitet. Statt in teure Urlaubsreisen hat er sein Geld in Wald investiert. Viel ist davon nach den schweren Bränden im Sommer nicht übrig geblieben. Das macht mich sehr wehmütig und traurig. Ich habe hier viel gearbeitet und gehofft, dass auch die Kinder und Enkel mal etwas von dem Wald haben werden, wenn sie groß sind.
Mehr als 4 Wochen lang haben in der Gemeinde Jüstal im Sommer auf einer Fläche von fast 10.000 Hektar die Wälder gebrannt. Da die Schweden keine eigenen Löschflugzeuge besitzen, mussten andere Länder mit ihren Maschinen aushelfen. Seit Juli ist Lars Nilsson fast pausenlos im Einsatz. Er ist Brandbeauftragter von Mellanskog, einem Zusammenschluss von rund 26.000 Waldbesitzern. Das Wichtigste ist jetzt, vom Wald das zu retten, was nach den Bränden noch zu retten ist. Da arbeiten wir praktisch Hand in Hand mit dem Sägewerk. Sogar aus Estland wurden Forstarbeiter mit ihrem schweren Gerät nach Schweden geholt. Sie sind hier rund um die Uhr im Einsatz. Bis zum nächsten Frühjahr muss so viel beschädigtes Holz wie möglich raus aus den Wäldern. Ein Grund ist das Sägewerk von Fjärila. Hier können nur bis April die zum Teil verkohlten Stämme zu Bauholz oder Zaunfällen verarbeitet werden. Danach wird die Säge für das frische Holz komplett gereinigt. Denn schon kleinste Mengen Ruß würden die unbeschädigten Stämme für die Papierherstellung unbrauchbar machen. Für Lars Nilsson ist es auch aus einem anderen Grund ein Wettlauf gegen die Zeit. Denn wenn zu viel totes Holz im Wald bleibt, könnte im Sommer die nächste Gefahr drohen. Wir haben Angst vor Borkenkäfer und Pilzbefall. Das gab es schon 2014 nach den großen Bränden in Westmanland. Damals verlief das weniger schlimm als befürchtet, aber das Risiko, dass der Borkenkäfer sich auch hier ausbreitet, besteht natürlich. Waldbesitzer Thor Lindqvist ist doppelt betroffen. Nicht nur seine Bäume sind verbrannt, auch sein Ferienhaus am See ist in Flammen zum Opfer gefallen. Bis der Wald sich vollständig erholt, wird es Jahrzehnte dauern. Sein Haus aber will Thor Lindqvist bis zum nächsten Sommer wieder aufgebaut haben. Und damit zum Sport. Am Ende eines Tages, der aus deutscher Sicht höchst erfreulich war für alle, die Tennis lieben, Oka Gundel. Ja, der deutsche Tennissport lebt. Das ist ja jetzt auch nicht so ganz neu. Aber wie vital er ist, das hat uns heute eindrucksvoll Alexander Zverev gezeigt. Mit knapp 2 Metern geballter Tenniskompetenz hat Zverev den Einzug ins ATP-Finale geschafft, bei dem sich am Ende der Saison ja traditionell die 8 besten Spieler der Welt treffen. In London besiegte der erst 21-Jährige sein großes Vorbild, den legendären Roger Federer. Das letzte Mal, als ein Deutscher so weit kam, war Zverev noch nicht mal geboren. Als erster Deutscher nach 22 Jahren hat Alexander Zverev das Finale der inoffiziellen Tennis-WM erreicht. Zverev von Beginn an hochkonzentriert, mit äußerst druckvollem Spiel und solch spektakulären Gewinnschlägen. Die Folge: nach 40 Minuten geht der erste Satz mit 7:5 an den Deutschen. Game. Im zweiten Durchgang fällt die Entscheidung dann erst im Tiebreak. Und auch hier spielt der 21-Jährige fehlerfrei. In einem ganz starken Match nutzt Zverev seinen zweiten Matchball, schlägt Roger Federer mit 7:5 und 7:6 und hat damit am Sonntag die Chance, der erste deutsche Spieler seit Boris Becker zu werden, der dieses bedeutende Turnier gewinnt. Ja, nicht gespielt und doch schon abgestiegen. Das ist die Zusammenfassung der Ereignisse aus Sicht der deutschen Fußballnationalmannschaft. Weil die Niederlande gestern in der Nations League gegen Frankreich gewann, ist Deutschland vorzeitig aus der A-Gruppe abgestiegen. Das Spiel am Montag gegen die Niederlande ist dementsprechend aus deutscher Sicht sportlich bedeutungslos. Am Morgen der Wahrheit holt der Bundestrainer seine Mannschaft zusammen. Eine Mannschaft mit dem Etikett Absteiger. Löw sagt öffentlich nichts dazu, lässt aber über die DFB-Pressestelle ausrichten, dass der gestrige Sieg der Niederländer natürlich bitter sei, der Abstieg aber zu akzeptieren ist. Joachim Löw bespricht sich lange mit seiner Mannschaft. Nichts zu hören. Zu lesen ist, dass jetzt der Blick Richtung EM 2020 gehen muss, mit einer starken, jungen Mannschaft. Er beschreibt dieses Kalenderjahr als insgesamt enttäuschend. Und während der Bundestrainer doziert, schildert ein deprimierter Manager die allgemeine Gefühlslage. Wie haben Sie den gestrigen Abend erlebt? Schlecht. Schlecht. Ich meine, wir haben zusammen im Hotel geschaut und gut, haben das ganze Spiel verfolgt und haben, meine ich, eine klar bessere holländische Mannschaft gesehen. Man ist ein bisschen genervt und frustriert. Auf der anderen Seite müssen wir uns dann die eigene Nase packen. Wir haben es uns selber so eingebrockt. Still ruht das Team. Zuhören, verarbeiten, den Fall. Die Fallhöhe. Vom Weltmeister zum Absteiger. Die Vokabel Abstieg, was macht die mit Ihnen? Tut mir sportlich weh. Tut, glaube ich, einigen weh, weil wir einfach
auch als Leistungssportler, man hat den höchsten Anspruch, man will jedes Spiel gewinnen, egal welche Bedeutung. Und insofern ist das natürlich ein Prestigeverlust. 6 Minuten lang spricht der Bundestrainer. Prestigeverlust hier, ein Prestigeduell dort. Am Montag in Gelsenkirchen gegen die Niederlande. Die Chance, den Jahresabschluss zumindest versöhnlich zu gestalten. Wir bleiben noch beim internationalen Fußball und da gibt es neuen Ärger für Gianni Infantino. Nachdem vor 2 Wochen bei der UEFA herauskam, dass das Financial Fairplay nicht immer eingehalten wurde, steht Infantino jetzt auch in seiner Funktion als FIFA-Präsident in der Kritik. Nach Recherchen der Süddeutschen Zeitung und des WDR will Infantino 2 neue Turnierformate etablieren. Eine Weltliga für Nationalteams und eine erweiterte Club-WM mit dann 24 Mannschaften. Für die Vermarktung ist ein neues Firmenkonstrukt geplant. Durch die nun vorliegenden Dokumente könnte FIFA-Präsident Infantino in Schwierigkeiten kommen. Der Plan? Project Trophy. Er sieht die Gründung eines neuen Unternehmens vor. Die FIFA käme auf 51% der Anteile, eine Tochter der japanischen Softbank und die Investmentfirma Centricus auf 49%. Die FIFA würde 25 Milliarden Dollar erhalten, dafür aber umfangreiche Rechte abgeben. Archivrechte, Merchandisingrechte, Vermarktungsrechte auf Weltmeisterschaften. Es ist ein Raubzug an der FIFA. Man versucht, sie finanziell auszuhöhlen und verlagert die ganzen Entscheidungen auf ein dubioses Konsortium, dessen Chef er werden soll. Denn er, der FIFA-Präsident Infantino, würde zum Aufsichtsratsvorsitzenden der neuen Firma. Die FIFA sagt zu den Dokumenten, dies ist nur ein Angebot von Hunderten, die in der FIFA im Umlauf sind. Allerdings wurde in der FIFA ein 16-seitiges juristisches Gutachten zum Project Trophy angefertigt, das SZ und WDR ebenfalls vorliegt. Selbst die eigenen Juristen warnen darin vor dem Ausverkauf. Fußballverbände wie die UEFA verlangen nun Aufklärung von FIFA-Präsident Infantino. Ja, und das könnte möglicherweise etwas dauern. Die Aufklärung der Lottozahlen dagegen geht wie immer sehr schnell. Hier sind sie. Sie lauten 3, 6, 18, 31, 39, 40. Die Superzahl ist die 5. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und falls die Zahlen diesmal nicht passten, heute Nacht können Sie sich die Millionen einfach wünschen. Es ist wieder Sternschnuppensaison, die Leoniden sind unterwegs. Und wer, Sven Plöger, hat denn da die besten Aussichten? Fast jeder, Ingo. Und das hat natürlich zur Folge, dass man dann, wenn alle ihre Wünsche umsetzen in die Tat, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig viel gewinnt. Aber man kann die Leoniden sehen heute Nacht. Also die Chancen sind gut. Zeige ich gleich noch auf der Nachtkarte. Kurz vorweg die Vorbereitung dieser Nacht. Da sah man schon, wie gut das aussah. Wenige Wolken, hier ein Blick von Sylt raus aufs Wasser. Sonnenuntergang, wunderschöne Spiegelungen. Uwe Schmaler hat es eingefangen heute. Und wenn wir jetzt auf unseren Strömungsfilm gucken, dann sehen Sie, dass das nicht nur eine Nacht wird, wo man Leoniden gucken kann, sondern auch eine Nacht wird, die ganz schön kalt ist. Wir haben östliche bis nordöstliche Winde. Die nehmen dann in Richtung Montag noch weiter zu. Und wenn wir jetzt mal auf den 15-Tage-Trend gucken, in diesem Fall für Weimar, dann sieht man, hoha, das geht jetzt durchaus in den vorwinterlichen Bereich. Temperaturen dann nur noch knapp über 0 Grad nachmittags, nachts frostig. Und hier werden die Unsicherheiten riesig groß. Im Moment gibt es in Morgenröte Rautenkranz. Wer kennt es nicht? In Sachsen minus 7 Grad, also eine kalte Angelegenheit. Wir haben nämlich meistens den sternenklaren Himmel, deswegen kann man Leoniden schauen. Hier im Nordosten bilden sich dann häufiger Nebelfelder. Hochnebelartige Wolken über die Ostsee kommen ebenfalls rein. Auch im äußersten Süden ist das der Fall, dass ein bisschen Nebel und auch Hochnebel aufzieht. Die Temperaturen nach Nordosten dann weiter sinken. Brandenburg, Sachsen, die wirklichen Kandidaten mit ganz tiefen Temperaturen. Das ist richtig Winter. Minus 5 bis minus 10 Grad. Hier im Westen noch Plusgrade. Da ist es morgen wieder sonnig. Sonst wenig Veränderung zur Nacht. Auch nachmittags gibt es für viele wieder den Sonnenschein. Aber hier im Nordosten, da werden diese Wolken dann von der Ostsee zahlreicher. Es gibt später auch ein paar Tropfen, keine Flocken, denn die Temperaturen steigen auf 3 bis 8 im Rhein. Land bis 11 Grad. Nordöstlicher Wind, teilweise frisch und der lässt sich das Ganze auch etwas unangenehm anfühlen. Die nächsten Tage wolkenreich, nur selten etwas Nieselregen oder auch Schneeregen oder in den Bergen auch ein paar Flocken. Zusammenfassend, Ingo, würde ich sagen, Temperaturen im Sinkflug. Der Winter naht. Vielen Dank, Sven Plöger, für diese Aussichten.
Und das war's von uns bei den Tagesthemen. Hier im Ersten folgt jetzt das Wort zum Sonntag und die Kollegen der Tagesschau bleiben wie immer die ganze Nacht für Sie wach. Wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin ein schönes Restwochenende. Tschüss.